Das Thema Glaube ist eines der größten Hauptthemen der Bibel. Es geht immer wieder um Glaube. Und dieses mächtige Thema hat viele verschiedene Facetten. Und eine möchte ich dir heute nahebringen, die sehr interessant ist. Weißt du, im Alten Testament haben wir für den Begriff, den wir im Neuen Testament regelmäßig mit Glauben wiedergeben, ein ganz interessantes Wort. Das heißt, sich bergen. Sich bei Gott bergen ist das gleiche, wie wenn wir sagen würden, Gott glauben. Ist das nicht interessant? Wenn ich mich wo berge, verberge, in Geborgenheit komme, dann ist das das gleiche, wie wenn ich glaube. Nun, das ist nur eine Facette von diesem mächtigen Thema Glaube, aber es ist etwas, was uns ein bisschen hilft zu erkennen, dass es etwas ist, wo es nicht um unsere eigene Leistung geht, wo wir nicht Glauben produzieren müssen, sondern wo Gott einfach es durch uns fließen lässt. Und dieser Begriff hat verschiedene interessante Komponenten. Es hat was damit zu tun, dass wir Zuflucht bei ihm suchen. Das war beispielsweise bei Ruth so. Da heißt es, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen ist das gleiche wie sich dort zu bergen, ist das gleiche wie zu glauben. Eine andere Komponente ist etwas abwälzen. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Dieses Wort ist das gleiche wie sich bergen. Wenn ich etwas abwälze auf den Herrn, wenn ich meine Lasten, meine Nöte, meine Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, wenn ich sie abwälze auf ihn, wenn ich sie ihm gebe, dann glaube ich. Das Gegenteil davon ist, es festzuhalten, sich Sorgen zu machen, sich runterziehen zu lassen, das ist Unglaube. Aber wenn ich es dem Herrn übergebe, kann ich glauben. Ein anderer Gedanke ist natürlich das mit dem Vertrauen. Da heißt es, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Oder an anderer Stelle, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen. Wieder ein anderer Aspekt ist, dass wir auf Gott warten sollen. Auch das spielt da hinein. Nun gar, wenn du sagst, du kannst ihn nicht sehen, der Rechtsfall liegt ihm vor, so warte auf ihn. So warte auf ihn, wie es hier bei Hiob heißt. Das ist das gleiche, wie wenn du sagst, glaube Gott. Ich finde das wunderbar. Glauben hat etwas damit zu tun, dass wir in Geborgenheit bei Gott kommen, dass wir uns in ihm bergen. Ich glaube, dass viele Christen einfach von ihrer eigenen Mühe und Plackerei runterkommen müssen und lernen, sich ganz bei Gott zu bergen, ihm zu vertrauen, die Dinge ihm zu übergeben und wirklich Glauben in ihrem Herzen aufstehen zu lassen. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.